Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play The Talos Principle. Am Mikrofon begrüßt euch euer Busfahrer Felix. Wir stehen jetzt hier am Eingang zum Tempel, den wir jetzt gleich betreten werden und dann uns da drin mal umschauen. Ich freue mich schon drauf, ihr hoffentlich auch. Na dann, los geht's. Wo sind wir denn hier? Nun wandelst du auf den Steinen meines Tempels, von wo sich viele Tore öffnen. Wisse, dass dies nicht mein einziger Tempel ist, denn mein Garten ist größer, als dein Auge erfassen kann. Und all diese Welten habe ich für dich erschaffen. Wow. Was ist da hinten? Was ist denn das? Ach, kann man da Sonderteile freischalten? Ah, das ist ja interessant. Boah, die Musik dazu einfach traumhaft. In meinem Garten gibt es viele Geheimnisse, verborgene Wege und geheime Tore. Wenn du dich ihren Rätseln widmest, darfst du dich der Schar meiner Boten anschließen. Puh, die Tür ist verschlossen, da können wir nicht durch. Ah so, das sind die Items, die man dann dafür braucht, okay. Die man wahrscheinlich auch erst freischalten muss. Gut, haben wir alles gefunden, außer den Stern. Ich weiß nicht, wo wir den finden. Ah, da kann ich mich reinstecken. Jetzt bin ich auch eine Statue. Mensch, wie schön das hier alles ist. Das ist wirklich Bombe. Was ist das? Eine Landkarte von den ganzen... Ah, hier habe ich alle gefunden. Okay. Hier ist dann der Master. Mastervorhof. Da geht ein Aufzug, okay. Das ist ja interessant. Also das heißt, wir müssen uns erstmal weiteren Rätseln widmen. Dann machen wir mit der 2 weiter. Die könnte noch ganz einfach sein. Einfach mal der Reihe nach durch. Hey. Hier. Ne, beim Fadenkreuz. Hier sieht es aus, als wäre Nacht. Und hier ist strahlender Sonnenschein. Also halt nicht Nacht, aber Dämmerung. Irgendwie komisch. Aber gut. Gehen wir in den nächsten. Lass dies unser Bündnis sein. Diese Welten sind dein. Und du darfst dich frei in ihnen bewegen und sie deinem Willen unterwerfen. Doch der große Turm, dieser sei dir verwehrt. Denn an dem Tag, an dem du ihn betrittst, wirst du gewiss sterben. Mhm. Also auch wieder so wie im Garten Eden, ne? Der Baum der Erkenntnis. Sobald du davon isst, wirst du Erkenntnis erlangen. Ja, und so ist dann das Ganze, hat dann das Ganze seinen Lauf genommen. Die Erbsünde der Welt. Der Tod Jesu und so weiter. Es hat damit alles begonnen. Kann man hier hingehen? Ich glaube, hier kann man nicht weitergehen, oder? Nee, unter Wasser gleich funktioniert meine Elektronik nicht. Gehen wir lieber wieder. Hier sieht es aus, als wäre Abenddämmerung. Da oben wartet schon wieder so ein Terminal auf mich. Ne, okay, so hoch komme ich nicht. Muss ich außen rumlaufen. Ne, komm ich nicht hoch. Aber hier, das ist
Hey, den könnt ihr mir mal anschauen. Kann man da hoch? Gewiss. Ja, hey. Hey, genießt doch mal diese Aussicht hier. Wow. Wo geht's da hin? Hin. Wow. Ach, da bin ich dann auf der anderen Seite. Trotzdem mal darüber. Komm, das versuchen wir jetzt einfach. Am Anfang waren die Worte. Und die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind alles. Wo die Worte aufhören, hört die Welt auf. In der Abwesenheit von Raum kann man nicht vorwärts gehen. Wiederhole. Am Anfang waren die Worte und die Worte erschufen die Welt. Ich bin diese Worte. Die Worte sind alles. Wo die Worte aufhören, hört die Welt auf. In der Abwesenheit von Raum kann man nicht vorwärts gehen. Wiederhole. Okay. Am Anfang waren die Worte. Das heißt, hier können wir gar nicht weiter. Okay. Was hier gibt's da hinten zu sehen? Noch ein Terminal. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Oder komme ich da von da? Nö. Hallo, liebes Terminal. Liste. Ist zurzeit nicht verfügbar. Gerade umgeleitet werden. Access Com Portal. Ups, ich muss meinen Timer einschalten. Netzwerk nicht verfügbar. MLA Störungssuche öffnen. Ja, mach mal. Gibt es etwas bei denen über den milden Fehlerdiagnose? Ich glaube, Sie würden gerne auf Netzwerkfunktion zugreifen. Der häufigste Grund für Netzwerkprüfungen ist unzureichende Kontrollprivilegien. Administratorpasswort ein. Lass mich rein. Admin Gott Trust No 1. Das wird nicht funktionieren. Tja. Gott. Nö. Das kann ich gleich vergessen. Aber jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Möchten Sie ein neues Admin-Konto erstellen? Ja, mach mal. Im Moment Zeit, um zu beweisen, dass Sie kein Bot sind. Sie werden nun eine Reihe von Eingaben tätigen müssen. Um den Datenschutzbestimmungen Genüge zu tun, müssen Sie der Verwendung Ihrer Antworten, um ein ungefähres psychometrisches Profil zu entwickeln, zustimmen. Die Antwortdaten werden sofort gelöscht. Ihr Profil wird nur für andere Administratoren zugänglich sein. Generiere den ersten Teil, Teil 1 bereit. Bitte füllen Sie alle Felder aus. Bitte antworten Sie sich schnell und instinktiv. Zeit ist ein Faktor in dieser Einschätzung. Zertifikationsprogramm starten. Naja, okay. 1. F1, 2 plus 2 ist 4. Was ist Ihre subjektive Reaktion auf dieses Bild? Gesicht. Was beschreibt eine Person am besten? Ein Mensch. Sie gehen durch die Wüste und begegnen einem durstigen Reisenden. Seine Augen sind vom Durst geschwollen. Sie haben Wasser bei sich, sind sich aber nicht sicher, wie weit es bis zur nächsten Oase ist. Na, also helfe. Ich gehe.
gebe ihm die Hälfte meines Wassers. Das ist doch logisch. Zum Verlassen eine beliebige Taste drücken. Kommt natürlich darauf an, wie viel Wasser ich habe. Also wenn ich selber fast kein Wasser habe, dann würde ich ihm vielleicht sogar 3/4 oder alles geben. Fehler, Lock. Die menschliche Maschine. Arg Lösungen. Fehler, Lock. Oft denke ich jenes Tages, als ich zuerst vom Schlaf erwachend unter Blumenschatten mich liegen fand, verwundert, was ich wäre, woher und wo und wie ich hingekommen. Unbekannter Fehler. Die menschliche Maschine. Eines Tages entdeckten sie, dass sie nicht ein Mensch, sondern eine Maschine sind. Ihr Leben bisher war real, niemand kontrollierte oder programmierte sie, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind identisch mit denen eines organischen Menschen, aber sie sind in einem Labor entstanden. Niemand außer ihnen weiß davon. Ihre Familie, ihre Freunde, alle denken, dass sie ein normaler Mensch sind. Sie könnten ihr Leben weiterhin genauso leben, wie sie es bisher getan haben, und nichts würde sich ändern. Wie reagieren sie? Richten Sie besonders Augenmerk auf die folgenden Fragen. Verändert sich Ihre Idee von sich selbst? Sind Sie immer noch die gleiche Person? Hat sich Ihr Verständnis der Welt verändert? Teilen Sie diese Informationen anderen mit? Oder werden Sie sie für immer für sich behalten? Warum? 1500 bis 2000 Wörter. Der 26. ist der letzte. Lösung. All diese ruhigen Menschen machen mich verrückt. Haben sie sich plötzlich alle in Buddha verwandelt oder was? Ich wusste nicht, dass die Welt noch solche Vorräte an Gelassenheit hatte. Obwohl diese Gautamas der letzten Tage meistens wenigstens ein bisschen realistischer sind. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Diese paranoiden Spinnen, die Bunker bauen und Waffen sammeln. Was werden sie jetzt tun? Die Tee und Dollar erschießen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Reaktionen im Großen und Ganzen viel besser waren, als ich erwartet hatte, bis hin zu dem Punkt, an dem ich vielleicht von der Schönheit der Menschheit gerührt worden wäre, wenn ich nicht so ein grummelnder alter Arsch wäre. Diese Idiotenminderheit versaut mir wirklich meine letzten Tage. Egal, der Grund, aus dem ich das hier schreibe, ist, dass ich nicht an Situationen ohne jegliche Lösung glaube. Wenn wir nur alle unsere Köpfe zusammenstecken, werden wir schon einen Ausweg finden. Er wird absolut verrückt sein, aber verrückt ist besser als tot. Verrückt ist das, was wir auf diesem Planeten am besten können. Tja, da ist ein bisschen was dran. So, das war's dann auch schon. Mehr können wir da auch nicht lesen. Neue Texte verfügbar? Ja gut, haben wir schon gelesen. Okay, da können wir nicht weiter. Ah, hier ist noch was. Nix. Na gut. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Startpunkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der ist. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen verlaufen. Hier, oder? Nein. Wer ist denn das? Hey, nicht weglaufen. Hey, nicht weglaufen. Hallo. Hä? Bin das ich? Hey. Warte. Wie kommst du denn da? Hä? Wie ist der da jetzt hochgekommen? Ah, hier. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Was ist das? Als ich ein kleines Mädchen war, hat uns eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass wir eine Zeitkapsel basteln sollten. Wir sollten Briefe an die Zukunft schreiben, sodass wir uns eines Tages daran erinnern würden, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein. Ich dachte, das sei eine dumme Idee, deshalb
habe ich es nicht gemacht. Aber heute bedauere ich das sehr. Also denke ich, dass ich jetzt eine Zeitkapsel machen werde. Sie wird im Archiv vergraben sein, anstatt unter einem Baum. Ich weiß nicht mal, ob sie jemand finden wird, aber irgendwie scheint es wichtig zu sein, weiterzureden, weiterzudenken, solange ich noch kann. Das ist eine schöne Idee. Vielleicht sollte ich das auch noch machen. Ah, von da hinten sind wir gekommen. Und da oben ist der unser Eintrittspunkt. Jawohl. Dann benutzen wir doch gleich mal noch diesen Terminal da. Jan, Talos-Prinzip. Ob es nun stimmt, dass Daedalus den Riesen Talos erschaffen hat, oder ob er, wie andere sagen, ein Geschöpfer des Hephaistos war. Das, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass er aus Bronze bestand und nur eine Ader besaß, in der eine flüssige Substanz wie Blut floss, von der manche meinen, es sei Quecksilber gewesen, und von der eine andere behaupten, sie sei wie das Blut der Götter gewesen. Der Verlust dieser Flüssigkeit ließ ihn sterben, wie auch ein Mann stirbt, wenn er sein Blut verliert. Kann man dann nicht sagen, dass Talos, obwohl er als Maschine oder Spielzeug erschaffen wurde, alle grundsätzlichen Eigenschaften eines Menschen hatte? Er bewegte sich aus eigenem Antrieb, er sprach und konnte auch Fragen beantworten, hatte Wünsche und Sehnsüchte. In der Tat, was dies in der Geschichte der Argonauten In der Tat war dies in der Geschichte der Argonauten die Ursache seines Niedergangs. Wenn also eine Maschine alle Eigenschaften eines Menschen haben kann und sich wie ein Mensch verhält, während sie von nichts anderem angetrieben wird, als von ihrem genialen Bauplan und dem Zusammenspiel ihrer Materialien nach den Prinzipien der Natur, dann folgt daraus nicht, dass der Mensch auch als eine Maschine angesehen werden kann. Dies widerspricht allen Lehren der Metaphysik. Aber dennoch kann selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben. Athene-Analyse. Erster Satz. Sie wachte in einem unmöglichen Ort auf und erinnerte sich an nichts. Ist mehr als nur der Anfang eines weiteren amnesiebasierten Mystery-Romans, obwohl wir nicht so weit gehen sollten, als den ganzen Roman als Allegorie zu deuten. Vielmehr sollten wir das Novum im Kern der Narrative ernst nehmend, die ohne angeborene Kenntnis der Natur der Welt. Notiz 2. Ohne angeborene Kenntnis der Natur der Welt. Gezwungen, sich auf das zu verlassen, was uns von anderem erzählt wird und was uns unsere eigenen, subjektiven, begrenzten Sinne sagen. Gesellschaftliche Realität, Glauben und objektive Realität, Materie, in Konflikt geraten. Notiz 3. In Kapitel 16, ein zweites Erwachen in Artemis Königreich, wenn die Protagonistin ihren Mentor befragt. Notiz 4. Eine sinnvollere Interpretation kann nur durch die Synthese von... Nun ja, nicht so aufschlussreich. Mein erster Tag am Institut für angewandte Pneumatik. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich fürchterliche Angst. Was, wenn sie mich nicht mögen? Was, wenn sie alle Genies sind? Und ich ein totaler Hanswurst? Vielleicht haben sie mich nur auf den Arm genommen, als sie gesagt haben, dass ich hier arbeiten darf. Ich zittere, als ich das Gebäude betrete. Gleich am Eingang hängt ein lebensgroßes Poster von Jeff Goldblum. Was zur Hölle? Dann kapiere ich's. Institut für angewandte Pneumatik. Ian. Dr. Ian Malcolm aus den Jurassic Park Filmen. Jeff Goldblum. Dr. Sharabi kommt runter, lächelnd. Wir haben versucht, ein fetziges Akronym zu finden, als das Institut damals gegründet wurde, sagte sie. Ihnen? Iapen? Inapno? Alles hat sich dumm angehört, aber wir wollten es nicht einfach Ian nennen, weil, naja, Ian ist halt ein Name. Dann machte jemand einen Witz darüber und nannte es Jeff und...
Und irgendwie ist das hängen geblieben. Also sind wir offiziell Iren, aber wenn Sie jemanden hören, der das Institut Jeff nennt, dann ist das unser interner Name. Ich weiß, verdammte Geeks. Nach diesem Gespräch hatte ich nicht mehr so viel Angst. Neue Texte im Tagebuch verfügbar. Und wir werden nun weitergehen und schauen, welche Siegel wir jetzt noch so finden können. Was ich jedoch noch anschauen möchte. Okay, da ist nichts. Hier ist eine andere Kulisse. Hier ist eine andere Kulisse, hast du es gesehen? Wenn ich jetzt hier durchgehe. Das hört sich anders an als hier hinten. Oder? Nee, doch nicht. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier entlang, um ein neues L zu suchen. Leck, Selbstmordmission, das klingt nicht so gut. Aber das ist ein weiterer Stein, ein weiteres Siegel für dieses komische Dreieck-Ding da. Der ist aus. Der ist weg. Nehmen wir erstmal den Jammer wieder mit. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Warte mal, was passiert denn? Können die sich eigentlich gegenseitig zerstören? Ach, deshalb Selbstmordmission, oder wie? Okay. Stellen wir hier mal weiter. Dann nehmen wir hier das Element. Sehr schön. Sehr gut. Du lernst so, wie es deine Bestimmung ist. Aber deine Entscheidungen müssen deine eigenen sein. Deshalb werde ich dich nicht führen, außer wenn es nötig ist. Das heißt, wir sind jetzt ganz auf uns allein gestellt. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Hier drüben gibt es noch zwei Siegel, die wir erforschen können. Saal der Fenster. Ist das hier wieder so ein komischer Rätselspaß? Da hinten ist das Siegel. Irgendwie müssen wir das erreichen. Fangen wir einfach mal an. Stören wir den hier. So, dann nehmen wir den hier. Stören dann den hier. So, nehmen wir den hier. Was anderes können wir jetzt hier auch nicht so machen. Mitnehmen kann ich den nicht. Obwohl. Nee, geht nicht. Kann ich da hinten? Achso, nee, den muss ich erstmal hier. Warte mal. Nein, da kann ich. Oh, okay, warte mal, Moment. Den erstmal daher. So. Dann. Den. Oh leck, komme ich da überhaupt hin? Ha! Da komme ich hin. Cool. Moment mal. Da ist noch ein. Oder? Warte mal, geht das? Ich glaube, das dürfte sogar gehen. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich hinhaut. Wenn wir ausprobieren. Ist da noch was? Nee, weil manchmal sind hier auch so Sterne zu sehen, die man dann rausholen kann. Ich glaube, ich kann jetzt auch die
die Geschwindigkeit hier erhöhen, die Laufgeschwindigkeit. Nanu? So leise. Okay, den nehmen wir wieder mit. Damit wir dann wieder rauskommen. Warte mal, ich muss jetzt kurz... Mittel einstellen. Damit es ein bisschen schneller geht. So. Hey, wo gehst du denn hier entlang? Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn da einen Jammer rausschmuggeln? Moment. Idee. Idee? Mit rausnehmen kann ich den nicht. Na, das muss doch irgendwie gehen. Kann ich ihn irgendwie werfen? Den muss ich doch da irgendwie rausbekommen. Kann ich den da drüber schmeißen? Draufspringen kann ich auch nicht. Nee. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Weil sonst kann ich ja da gar nicht... Sonst geht es ja gar nicht. Sonst geht es ja gar nicht. Oder ich muss... Boah. Also da draußen ist auf jeden Fall ein Stern. Aber wie komme ich an den ran? Ich glaube, ich komme noch nicht an den ran. Schade. Also, Stern nicht vergessen. Moment mal. Aber so komme ich da nicht rein. Nee. Nee, kann ich vergessen. Na, schauen wir mal hier weiter. Die Wächter müssen fertig wurden. Ja, die sind tatsächlich verrückt. Das heißt, ich muss hier dann irgendwie vorbei. Da tut er mir nichts. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe eine Waffe. So, der kann mir nichts. Sehr schön. Weil ich möchte nämlich den anderen Schimmer gleich mitnehmen. So.
Ach, Gemeinheit. Muss ich mich dann dahinter erstmal verstecken? Warte mal. Gefährlich, gefährlich. Wie machen wir das jetzt? Kann ich den da irgendwie einsperren? Nein. Und jetzt fährt der wieder durch die Gegend. Gemein gefährliches Ding. Dadurch kann ich nicht stören. Das ist gemein gefährlich. Hier tut er mir nichts. Hier kann er mir nichts tun. Jetzt hat er hier. Bin ich wahnsinnig? Ja, ich bin tatsächlich wahnsinnig. Ach so. Das Kraftfeld schirmt auch den hier dann ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, der muss mich jetzt in Ruhe lassen. Ja, toll. Scheiße. Verdammt. Was mache ich jetzt? Warte mal, so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann so. Nein. So, komm. Und Tür zu. Und damit holen wir uns. Juhu! Sehr schön. Kann ich hier irgendwie einen Gem rausschmuggeln? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich brauche ich da irgendwie tatsächlich erstmal den Klotz. Nee, geht nicht. Schade. Na gut. Geht's hier hin? Was ist das? Das so zerbrochene Dingens. Okay, jetzt kommen wir hier wieder durch den Tempel durch. Wir haben. Das kann doch jetzt nicht sein. Wir können doch jetzt nicht unmöglich schon alle Dinger. Weil tatsächlich. Das heißt also, es muss noch weitere. Ja, hier hinter dem Ding. Aber wie. Wie soll ich denn da den Jammer rausbekommen? Aus dem. Die sind doch da alle eingesperrt. Oder muss ich hier noch ein paar. Oder steht hier zufällig einer draußen rum, aber das glaube ich dann doch nicht, oder? Schade, ich hätte gerne den Stern eingesammelt, aber ich wüsste nicht wie. Hier ist auch alles zu. Schade. Ah, ja toll, ah. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Das heißt. Hey, Moment mal. Hier ist ein Tor. Die Tür ist verschlossen. Ja, toll. Was nützt mir. Das ist eine tolle Info, aber wie. Wie kann ich denn das Tor aufschließen? Und vor allem, was verbirgt sich dahinter? Liegt hier ein Schlüssel? Nee. Hier liegt kein Schlüssel. Aber da ist auf jeden Fall ein Tor. Rein komme ich da nicht. Die Tür ist verschlossen. Wahrscheinlich komme ich da erst dann rein, wenn ich den Stern eingesammelt habe. Vermute ich mal. Kann irgendwie reinschauen? Na komm, na komm, komm, komm. So geht's nicht.
irgendwie reinschauen? Nee. Ach, schade. Wer ist das? Ach so, dachte schon, das wäre ich. Ja, genau. Und hier ist der Stern, an den ich nicht rankomme. Warte mal, ausprobieren. Aber dann wäre ich da dahinter gefangen. Ja, komme ich nicht rein. Nee, geht nicht. Schade. Schade, schade. Und hier kann ich den nicht rausschmeißen. Nun ja, gut. Aber wir können ja jederzeit hier nochmal zurück. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Garten in der nächsten Folge wieder. Habt bis dahin eine schöne Zeit und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, schaut einfach mal rein in meinen Kanal Busfahrer Felix, ob ihr dort was Passendes findet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Busfahrer.